So, ich würde euch gerne mal wieder zeigen, was ich so alles gedruckt habe. Deswegen willkommen zu einer neuen Folge. Eiche zeigt. Okay, wo fangen wir an? Erstmal, vielen lieben Dank, wie viele Kommentare zum Thema Timelapses reingekommen sind. Hammergeil. Im letzten Video hatte ich ja erzählt, dass ich damit meine Probleme hatte und ich habe übelst geile Tipps bekommen. Unter anderem, was immer wieder gesagt wurde, Octoprint, Octopi, Octolabs, also diese Raspberry Pi-Geschichte mit der Software, mit der man Drucker steuern kann und auch die Timelapses. Das werde ich machen. Ich habe mir hier vor Jahren mal so ein Raspberry Pi 3 gegönnt und das Ding ist schon etwas älter, soll aber funktionieren. Ich hatte da RetroPie drauf laufen. Das ist noch hier auf der SD-Karte drauf. Das heißt, es gibt in diesem Video immer noch keine schönen Timelapses, aber im nächsten, wenn das klappt. So, und dann wurde ich gefragt, Eiche, du druckst aber gar nicht mehr so viel. Das stimmt, ich habe nicht mehr so viel gedruckt, aber dafür drucke ich umso zielgerichteter. Ich weiß nicht, ob es der Sebi erzählt hat oder irgendein YouTuber. Das ist wie mit einer teuren und krassen Bohrmaschine. Du bohrst damit auch nicht jeden Tag ein Loch in die Wand, sondern du bohrst halt, wenn du es brauchst. Und genauso habe ich das jetzt mit dem 3D-Drucker gemacht. Immer wenn ich irgendwas gebraucht habe, dann ist er gelaufen. Und das erste, was ich gebraucht habe, war nach dem letzten Video das Case für den Blackmagic Atom Mini. Ist dieser Koffer hier. Für den habe ich die ganzen Zwischenböden und die Monitorhalterungen und alles, was im Prinzip in dem Koffer drin ist, gedruckt. Und ist richtig geil geworden. Gibt es aber ein komplettes Video drüber, das du dir hier angucken kannst. Das nächste, auch richtig geil und richtig schön groß, ist dieses Cork Volca Rack. Der Name ist scheiße, wie erkläre ich es am besten? Ist quasi ein Regal für meine elektronischen Musikgeräte hier. Das ist ein Step Sequencer, das hier ist ein Synthesizer und hier oben ist der Mixer. Und diese Dinger hier sorgen halt dafür, dass das alles so cool zusammenhängt und dass man das praktisch eben auf dem Tisch stehen hat und alles auf einem kompakten Ding hat und Mucke machen kann. Lecker mio. Okay, Rekord. Das nächste Ding ist, kennt ihr Theo Jansen? Der Typ ist übelst genial. Der kommt, glaube ich, aus Holland. Oder ja, ich glaube, der ist Holländer und baut so riesige kinetische Skulpturen, die per Windkraft von alleine am Strand entlang laufen. Die heißen Strandbeast oder Strandbeest oder wie auch immer. Und so ein Strandbeest habe ich mir selber gebaut. Yay! Die Daten gab es auf Thingiverse. Das Ding heißt Bra Beast. Heißt so, weil scheinbar ein so ein Fußglied so aussieht wie ein BH. Keine Ahnung. Ich hätte wahrscheinlich auch noch 3 oder 6 so Fußglieder mehr drucken müssen, damit es nicht so vorne überkippt. Und wie das Ding läuft, können wir uns jetzt auch mal angucken. Hast du Druckluft? Ja. Weißt du, was das ist? Nein. Es ist ein Strandbeast. Davon hast du mir schon mal was erzählt, ja. Ich will es sehen. Mach mal Druckluft da Einfach, drin. einfach. Ich glaube, Einfach. ich puste es weg. Also guck mal, ich zeig dir kurz, wie es geht. Also hier vorne ist so ein Planetengetriebe und wenn man das dreht, Ah, und es fängt an zu laufen dann jetzt. läuft der, ja. Ich glaube, wir haben zu viel auf einmal. Ich sag ja, wir blasen ihn weg. Cool.
Oh, es ist geil. Okay, er läuft nach rechts. Schau dir das an, Mann. Es ist so geil. Es ist so geil. Warte. Are you ready? Okay, mach nochmal. Boah. Ist das geil. Also, es lebt. Aber es kann sich nicht richtig bewegen. Okay, nochmal. Gott, ich lieb's. Absolutes Verkaufsargument für einen 3D-Drucker. Schatz, wir brauchen den 3D-Drucker. Er ist so ein bisschen front-heavy, gell? Er bräuchte hier hinten noch ein bisschen Gegengewicht. Dezent. Du hast es schöner hinbekommen, Dennis. Okay. Doch, war super. Also Eiche, wie zufrieden bist du jetzt mit deinem Strandbeast? Es geht so. Ich finde halt diesen Theo Jansen cool, ich wollte es nachbauen. Aber es ist cool. Ich bin trotzdem happy. Es ist ein schöner, schönes, kinetisches Kunstobjekt. Das nächste ist dieser Karabiner hier. Sieht man das? Piu, piu, piu. Auch sehr schick. Auch sehr schick aus PETG. Und das Coole fand ich, man kann es in einem Schritt drucken. Und diese Mechanik, wie man dieses, diese Klammer, diesen Snapper da reinmacht, war sehr interessant. Also geiles Design. Ich würde jetzt nicht mich damit irgendwo abseilen, aber wenn du irgendwas am Rucksack oder so festmachen willst, ist es eine coole Sache. Okay, das nächste auch wieder was Praktisches, habe ich mehrere von gedruckt, sind so Seifenhalterungen, Soap Dishes auf Englisch. Die sind aus grauem PLA und hier aus schwarzem PETG. Sind cool, sind stylisch, habe ich ein paar von gedruckt. Und dann kam die große Aktion mit Dennis hier, Slider bauen. Boom. Das war das nächste, was ich gedruckt hatte. Und das Besondere war ja auch, dass ich hier quasi die Dateien selbst entworfen habe und dann diesen Kameraslider gedruckt habe und mit Dennis zusammen gebaut habe. Und da gibt es auch ein eigenes Video für, auch wieder hier verlinkt, wer sich das reinziehen möchte und wer das Teil nachbauen möchte. Und apropos Dennis, der Typ hat inzwischen seinen eigenen YouTube-Kanal. Der hat sich irgendwie in ein paar Monaten das Filmen beigebracht, das Schneiden beigebracht und hat jetzt einen Channel, was ich ziemlich cool finde. Und in seinem ersten Video baut er seinen PC um. Der hat sich so einen Schnittrechner zusammengestellt und da hat er irgendwie die Front umgebaut. Dann hat er mich gefragt, ob ich so kleine Logos drucken und entwerfen könnte. Und das habe ich gemacht, 5-6 Stück davon ausgedruckt. Hab die Dennis mitgegeben, der hat sie dann lackiert, an seinen Rechner dran gebaut und sieht cool aus. Auf jeden Fall abchecken, werde ich in der Beschreibung auch unten verlinken. Und ja, eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. Dum, 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 dum. Der Rocktopus. Der Rocktopus, Alter. Richtig geil. Und vor allem, das ist die gute Version. Es gibt eine schlechte Version und eine gute Version. Das ist die gute mit dem, die nennt sich Rounded Neck Shape oder so. Werde ich auch unten verlinken. Da ist der Kopf nicht einfach nur so draufgesetzt, sondern richtig schön. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, das richtig schön zu machen mit dem Nacken. Ich lache mich kaputt. Übel gut. Yes! Ich glaube, wir haben nichts vergessen. Ah, doch, eine Sache habe ich noch vergessen. Die Goblins. Die Goblins, wo sind sie denn? Moment. Wir haben in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr Magic gespielt. Also Magic the Gathering. Und da habe ich hier so Tokens gedruckt. Also so Spielsteinfiguren. Zum Beispiel, guck mal hier. Sieht man das? Die Ratte. Moment. Zum Beispiel diese Ratte hier. Oder hier so Goblins in verschiedenen Größen. Für Tony. Guck.
Und ich finde es ganz geil, Moment, ich finde es ganz geil, wie klein man dann doch auf so einem FDM-Drucker drucken kann. Eigentlich druckt man so Miniatures auf einem Resin-Printer, einfach weil die eine viel höhere Auflösung haben, hoch. Aber ich finde es trotzdem ganz geil. Na klar, es ist grob aufgelöst, man sieht, wie es gedruckt ist und bla bla bla. Aber ist doch ganz cool. So, wie gesagt, hier dann noch so einen größeren. Moment. Einmal in klein, einmal in groß und ich finde es echt ganz geil. Ich werde die noch lackieren, aber es ist gerade übelst kalt draußen und das mache ich, wenn wieder schöneres Wetter ist. Grundieren, anmalen, ähnlich wie mit dem Darth Vader. Und das war es jetzt tatsächlich für heute. Ah, ich habe doch noch so einen ganz kleinen. So. Guck mal, den fand ich auch cool. Moment, ich halte die zweimal nebeneinander. Der hier ist auch geil, oder? Ah, die sind einfach cool, Mann. Huch. So, das war der kleine Überblick über die Sachen, die ich in letzter Zeit gedruckt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich denke, das Highlight war der Roctopus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute.